Jetzt geht's los. Was ist denn hier los? Was jetzt wieder? Hörst du mich, das Stück Dreck? Was wollen die denn von mir? Barry! Barry, wir wissen, dass du da drin bist. Wir wollen dir helfen. Ja, ist klar. Was für Hölle, Schwanzlutscher! Ihr habt keinen Durchsuchungsbefehl! Mach jetzt auf! Wir sind ja als Kollegen hier. Haben eine Weile nichts von dir gehört. Wir machen uns Sorgen. Danke! Und jetzt lass mich alleine! Super, Mendes. Du bist echt ein Arsch. Ja, ich bin hier der böse Kopf. Er ist es doch, der sich einbunkert und nach Aufmerksamkeit kreist. Setz dich mal in seine Lage. Er hat einen Freund verloren. Bist du weder der Erste noch der Letzte. Ey, man darf ihn nicht so lange stehen, wenn man die angucken, ne? Dann werden die irgendwo hier aggro. Meine Herren. So, was ist denn da? 15 Meter. Was ist das für ein Zeichen? Was hast du im Angebot? Ah, was haben wir denn jetzt an Kohle? 2,8. Was haben wir denn hier? Erhöht den Schaden um 5%. Habe ich nicht selbst schon solche Teile? Erlaubt es dir, den exakten Explosionsradius einer Granaten zu sehen? Wie kriege ich das denn? Markiert automatisch Gegner. Erhöht die kritische Trefferchance. Muss ich die eigentlich irgendwie... Was habe ich jetzt gemacht? Achso, ja. Muss ich die eigentlich irgendwie... Oh, warte mal kurz. Ich kann mich ja upgraden. Das ist schon mal gut. Attribute. Sekunde mal. Achso, halten. Mann, halten hier. Auf 7. Und Coolness. Technik vielleicht noch ein bisschen. Auf 7. So, dann schauen wir. Boah, es ist so viel Zeug hier, ne? Erhöht die maximale Ausdauer. Erhöht die Schwelle für Gesundheitsregeneration im Kampf. Tragekapazität ist immer gut. Weiche Landung. Und das ist auch gut. So, Athletik. Vernichten. Schrot finden und leichte Maschinengewehr. Was haben wir hier? Verringerte Nachladezeit von Schrotflinten. Und leichte Maschinengewehren. Okay. Es gibt so viele Sachen, die man hier auswählen kann. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, Cyberware. So. Hatte ich hier nicht noch viel mehr? So, hier. Mods. Jetzt kann ich hier eine reinpacken. Markiert Gegner automatisch, die dich entdeckt haben. Oder ich packe rein. Was ist das denn hier? Smart Link Server für smartes Zielen. Smart Waffen, okay. Erlaubt es dir, den exakten Explosionsradius deiner Granaten zu sehen? Ich nehme einfach erstmal das hier, ne? So. Ich kann da nur einen Mod reinpacken, okay. Hier habe ich schon Mods drin. Was ist hier? Hier kann ich keinen Mod reinmachen.
So, wie komme ich jetzt zu meinem Auto? Ja. Wie ist die Nacht von Mama Wells? Moment. Tab. Wir müssen reden. Bitte geh ran. Ich habe das gefunden, das Jackie gehörte. Ich glaube, er hätte gewollt, dass du es bekommst. Okay, es wartet vor deinem Apartment auf dich. Was? Hey, wie ist gerade ein Gedanke gekommen? Du kannst deine Zukunft in der Oberliga wohl kaum mit einem abgeranzten alten T-Shirt anfangen. Wenn man ganz an der Spitze will, muss man sich auf ziemlich kalten Wind einstellen. Du weißt doch, alte Leute wie ich machen sich immer Sorgen, dass ihr Jungspunde euch erkältet. Ich habe dir ein paar Sachen ins Lager in deinem Apartment geschickt. Probier sie mal an, bestimmt passen sie dir prima. Schön. Lieber Mr. W., ich möchte Sie darüber informieren, dass Mr. Wells sterbliche Überreste in Übereinstimmung mit Ihren Anweisungen in Vectors Klinik... Oh, da müssen wir auch nochmal hin. Okay. Okay, ein paar Infos zu deinen Gegnern. Kabuki ist eine Überraschung, du wirst es schon sehen. Okay. Arrow. Glenn Caesar. Fäuste wie Eisenhammer. Okay. Ich muss mal gucken. Was haben wir hier noch? Zuerst kommt der große Realitätscheck, der die Zukunft der Welt einläutet. Wenn Geld von Hand zu Hand gereicht wird, fällt dein wahres Ich dem Kapitalismus zum Opfer. Oh, yo. So, ich muss ihn mal zurückrufen. Oder wen soll ich zurückrufen? Ja. Du hast dich lange nicht gemeldet. Bei Jackies Tod. Ich wollte ja anrufen, Mama Wells, aber du weißt ja, wie es ist. Verstehe. Du hattest Wichtigeres im Kopf. Mivina, was ist denn los? Ich bin dir eine Erklärung schuldig. Ich wollte nur erklären, warum ich... Du weißt schon. Schon okay. Das musst du. Ich weiß, wie es ist. Ich war bei Jackie, als er... Wie? Hör zu. Mein Sohn hat diesen Weg gewählt. Er kannte die Risiken. Hätte er gerettet werden können, hättest du es getan. Das weiß ich. Ich nehme an, du machst immer noch was. Wie vorher. Versprich mir, dass du da draußen auf dich aufpasst, ja? Möge er dich beschützen. Oh, Schlüssel zum Motorrad. Oh yeah, wir haben das Motorrad bekommen. Nice. So, ich gehe wieder zurück. Alter, was ist denn mit dir kaputt? Ungewöhnliche Itemkomponenten. So. Ich gehe mal eben, wo muss ich denn hin? Hier rein, okay. So. Fahr mal runter. Ist das so? Meister Lucius Ryan ist verstorben. Ryans Familie hat uns über seinen Tod informiert. Ach, auch jetzt erst? Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Das ist interessant. Versagung seines Herzimplantats aus. Ryans verbleibende Amtszeit wird von seinem Stellvertreter und engstem Vertrauten übernommen. Weldon Holt. Holt hat offenbar vor, bei der Anzahl der Bürgermeisterwahl... Plötzlich und unerwartet, was? Heute. Gerade auch eine interessante Doku. Was haben wir hier? Was haben wir hier jetzt? Komme ich jetzt
Ich dachte, ich komme in die Garage. Wie kann ich denn jetzt das... Warte mal. Ich kann also aufs Motorrad rufen. Ich glaube, das wird ja noch komplizierter zu fahren. Wie lange braucht ihr das Motorrad? Was macht das denn da? Mensch, komm doch an jetzt hier. Ist schon lustig. Aufsteigen. Kamerawechsel. Ja, ich finde, wir sehen gut aus. Das passt doch irgendwie. Was? Ein Fixer hat dir gerade ein Fahrzeug zum Kauf angeboten. Jedes Mal, wenn ein Fixer dir ein Angebot schickt, erscheint eine neue Markierung auf deiner Minimap. Wenn du das Fahrzeug kaufen möchtest, begib dich zum angegebenen Ort und bestätige den Kauf. Okay. Und was soll das kosten? Nice. Das sieht auf jeden Fall sehr geil aus. 55.000. Ja, da müssen wir noch ein bisschen sparen, ne? Okay, die Karre ist auch schon geil. Wozu ein Auto? Alter. Ja, irgendwie ist hier der Eingang ein bisschen klein, ne? Hätte man auch größer machen können, also wirklich. Ach, Karten, guck mal. So, moin. Bitte. Du siehst besser aus. Während der Autofahrt dachte ich, du schaffst es nicht. Mhm. Der sieht aber auch ziemlich kaputt aus. So, warum hast du mir geholfen? Was willst du? Warum Wer bist du überhaupt? Was soll das? Ich brauchte dich lebend. Das tue ich immer noch. Naja, wenigstens ist er ehrlich, ne? Was genau willst du von mir? Also selbstlos ist er nicht. Als erstes musst du mir sagen, wo ich Evelyn Parker finde. Evelyn? Wofür brauchst du sie? Sie und Yorinobu Arasaka hatten eine intime Beziehung. Sie weiß, wo er angreifbar ist. Ich wollte eh mal mit ihr reden. Sie hat mir ihre Hilfe versprochen, um den Chip loszuwerden. Darauf solltest du nicht vertrauen. Sie ist wahrscheinlich schon lange verschwunden. Mhm. Okay, du hast deine Frage selbst beantwortet. Ja, das ist natürlich... Dann hast du deine Frage selbst beantwortet. Sie ist nicht mehr hier. Warum glaubst du, dass sie dir mit dem Chip hätte helfen können? Hilft dir ein anderer Konzern? Du stellst zu viele Fragen. Keine Ahnung. Evelyn wusste viel über den Relic, darunter massig vertrauliche Informationen. Sie war schwer zu durchschauen, hatte aber diese Durchtriebenheit von Konzernagenten. Du weißt schon. Hey. Würdest du mich auch als durchtrieben bezeichnen? Auf jeden Fall. Hey, du wurdest rausgeschmissen zu den anderen Außenseitern. Schon vergessen? Auf jeden Fall nicht vertrauenswürdig. So, ich sollte mich jetzt um mein eigenes Leben kümmern. Also, aufstehen, ich gehe lieber. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte. Ich sollte dann los. Hey, warte, ich brauche dich. Yorinobu Arasaka muss für den Mord an seinem Vater bezahlen. Du willst Gerechtigkeit in Night City? Ich will Rache. Weitaus realistischer. Der Typ über der Schulter, der verschwindet. Um Yorinobu in die Knie zu zwingen. In seinem Burger. Ich brauche nur Beweise. Und du denkst, sie glauben einem Söldner? Mehr habe ich nicht in der Hand. Und ich kenne hier niemanden. Bin auf der Flucht. Werde gejagt. Der sieht aber geil aus, der Burger. Verdammt, was hat er gesagt? Scheiße, ich achte nur auf den Typen da im Hintergrund. Also was?
Wir spazieren einfach ins Arasaka-Hauptquartier und schreien heraus, dass Yorinobu seinen eigenen Vater umgebracht hat? Wir bekommen eine Anhörung vor vernünftigen Menschen an einem neutralen Ort. Gewisse Prozeduren werden die Wahrheit ans Licht bringen. Das glaubst du doch selber nicht. Vergiss es. Dann wird's Zeit für Option B. Du stirbst. Hast keine Ahnung, wie du dich retten kannst. Ein Chip, der Relic, ist schuld. Arasaka-Technologie. Und nur Arasaka weiß, wie sie funktioniert. Mhm. Dieser Konzern kann dich ebenso leicht retten wie verschwinden lassen. Du brauchst nur die richtigen Leute auf deiner Seite. Ich sag mal so. Simple Politik. Was haben wir zu verlieren? Irgendwie gar nichts mehr. Jackie ist tot. Wir sind quasi tot. Ist nur eine Frage der Zeit. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wie? Ja. Du meinst Leute wie Anders Hellmann. Woher kennst du diesen Namen? Hab mich vernünftig auf den Job vorbereitet. Hellmann hat den Relic erfunden. Wohl kaum. Er ist nur eine Schachfigur. Ich dachte an jemand Mächtigeren. Außerdem hat Hellmann Arasaka verraten und ist entkommen. Was kommt jetzt? Was? Zunächst würde ich gern von ihm wissen. Was? Überall dreckiger Saka-Abschaum. Hey, das wollte ich mir anhören. Schnauze. Niemand außer dir will den Scheiß über diese Konzernschlampe sehen. Was hast du gesagt? Soll ich's wiederholen? Lass gut sein, Takemura. Wenigstens einer von euch weiß, was gut für euch ist. Erstmal einen ablassen. Hör mal. Erstmal. Sieht aus, als wenn der jetzt gleich erstmal hier einen abfurzt. Ich brauche Bedenkzeit. Wir sollten nicht auffallen. Das Letzte, was wir wollen, ist auffallen. Verzeihung. Ein dummer Reflex. Danke für das Angebot. Ich muss drüber nachdenken. Aber ich melde mich. Ich brauche Zeit zum Planen. Organisieren. Wird sich für dich auszahlen, mir zu helfen. Alles klar. Ich will dich bitten, nicht die Stadt zu verlassen. Was? Habe ich nicht vor. Warum sollte ich das denn tun? Ich brauche Hilfe. Und am ehesten finde ich die hier. Wer soll dir außer Arasaka-Expertin helfen? Du hast keine Alternative. Wir haben doch gerade über einige gesprochen. Warten wir mal ab. So, ich würde mein Glück mit Evelyn Parker versuchen. Der Entwickler des Relics weiß am meisten. Boah, ich guck mal, ne? Der Anders Hellmann. Ja, Mann. Du heißt der Entwickler des Chips. Hör doch auf, ich muss überlegen. Den Relic loszuwerden, muss ich ihn finden. Du musst ihn immer hetzen. Und wenn ich dafür noch mehr Ärger mit Arasaka bekomme, drauf geschissen. Hellmann hat Arasaka verlassen. Hab selbst eine halbe Ewigkeit nach ihm gesucht. Er war, wie heißt es noch? Wie vom Erdboden verschluckt. Mhm. Gut, warum hast du... Du weißt mehr, als ich dachte. Da war aber jemand fleißig die letzten Tage. Solange es da draußen Informationen gibt und ich mich auf alles vorbereiten muss, werde ich nicht still sitzen. Ist ja auch dein Job. Das war mein Job. Mhm. Warum hast du Hellmann gesucht? Er war es, der Saburo auf Yorinobus Intrige aufmerksam gemacht hat. Er kannte sie beide gut. Und könnte ein wichtiger Zeuge sein. Konzernratten quietschen immer, wenn man sie am Schwanz packt. Mehrere Tage lang habe ich Informationen gesammelt. Alle Spuren führen zu einem Club, dem Afterlife. Ich wurde von der Königin der Fixer dort abgewiesen. Rogue. Mhm. Okay. Du hast keine Erfahrung mit solchen Leuten. Boah, wie lang frisst der Typ da im Hintergrund an seinem Burger? Du hast echt für Saburo gearbeitet? Das macht mich verrückt, ey. Weißt nicht, wie man mit hohen Tieren redet? Sie wollte nichts mit dem Mann zu tun haben, der des Mordes an Saburo Arasaka verdächtigt wird. Rogue ist gut informiert und bekommt alles mit, was in der Stadt passiert. Vielleicht hat sie eine Ahnung, wo Hellmann steckt. Viel Glück dabei.
Die Frau ist wählerisch, teuer und unverschämt. Alles klar. Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Verbrecherkodex. Schon mal von gehört? Das habe ich. Ein seltsamer Ausdruck. Ganoven besitzen keine Ehre. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Garantiert. Diese Parker wird dir nicht helfen. An deiner Stelle würde ich mir einen Plan B überlegen. Ja, ja. Ich kann nicht länger hierbleiben. Such ruhig nach Parker oder Hellmann, wem auch immer. Ich muss Freunde von mir um ein paar Gefallen bitten. Sobald meine Leute bei Arasaka bereit sind, zuzuhören, rufe ich dich an. Ja, alles klar. Na dann. Wenn du Hellmann tatsächlich findest, lass es mich wissen. Ich habe eine Rechnung mit dem zu begleichen. Ja, toll. Oh nein. Sepperpackung und Dreck. Manche Sachen ändern sich nie in Night City. Arasaka ist immer noch eine despotische Maschine und die Welt auf Kollisionskurs mit dem Chaos. Aber hey, wenigstens ist Rogue noch am Leben. Sind wir jetzt Du vorbei? Hast echt Nerven. Erst willst du mich töten, jetzt willst du mein Kumpel sein? So tun, als wäre nichts passiert? Du weißt schon, dass du nichts laut sagen musst, um mit mir zu reden. Die Was schon. Willst du von mir? Hab nach einer Runde Nachdenken meine Meinung geändert. Will dich nicht mehr umbringen. Fick dich, Arschloch. Hey, ich hatte es auch schwer. Der Typ mit dem Bürger. What? Was hab ich getan? Nicht in deinem Kopf. Mitten in deinen Gedanken. Erinnerung. Gleichstand, würde ich sagen. Ich habe einen Schritt zurückgemacht und nachgedacht. Wir könnten einander helfen. Am besten fangen wir mit Rogue an. Wir kennen uns schon seit Urzeiten. Du mir helfen? Ich bitte dich. Du bist Vergangenheit, Arschloch. All deine Freunde sind entweder tot oder zu alt, um sich an irgendwas zu erinnern. Johnny Silverhand ist als Legende gestorben. Das vergisst niemand. Genau. Du kennst Rogue. Und was soll ich hier sagen? Mein sprechender Gehirntumor behauptet, er wäre ihr alter Kumpel Johnny? Glaub mir, Rogue hat schon dümmeren Scheiß gehört. Schon vor Ewigkeiten, als du nicht mal ein Kitzeln im Hodensack deines Papas warst. Spar dir das Gelaber. Ich hab deine Erinnerung gesehen. Widerlich. Überlass Rogue einfach mir. Die tanzt nach meiner Pfeife. Bring uns nur ins Afterlife. Alter, was hat er denn da für einen üblen Stachel am Ellbogen? Krasse Kacke. Es gibt kein Uns. Ja. Ruf Judy an. Wieso muss ich denn jetzt Judy anrufen? Ich guck mal. Judy. Wie? Bist du das? Scheiße, ich dachte, du wärst. Wie komme ich denn hier tot. Raus? Achso, hehe. Ja, ja. Dachte ich auch. Du bist nicht die Einzige, die mich für tot hielt. Ich habe auch gedacht, dass es das für mich war. Ist nicht gut gelaufen, Nicht ganz nach Plan. Tja. Du hast also davon gehört? Hast wohl mit Evelyn geredet. Musste ich nicht. Die ganze Stadt weiß davon. Hör zu, ich muss Evelyn finden. Eigentlich will ich nicht über sie reden. Weißt Warum? Du, wo sie ist? Was habe ich gerade gesagt? Lass es. Ich werde mich nicht wiederholen. Oh, komm schon. Julie, ich hab nur dich. Du bist meine einzige Hoffnung. Ich muss sie finden. Und ich weiß, dass du mir dabei helfen kannst. Und wer sagt, dass ich das will? Warum nicht? Können wir uns treffen? Bitte? Bist du im Lizzies? Sagt er nicht. Sagt sie nicht, sagt sie nicht. Drehen bitte. Yeah. Yeah, das hört sich gut an.
geiles Moped, geiler Moped-Sound. Wir fahren unten lang, okay. Nein! Das sieht schon sehr geil aus hier. Alter! Hey, guck mal! Wow, 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 wow. Ich bin zu weit gefahren.